Hey Leute, ich habe hier Akkus im Scanner, die jetzt leer sind. Die geht sofort aus wegen Akku. Okay, mache ich die Akkus mal raus. Das sind die Hanyo-Akkus, 2700 mAh, also hochkapazitive. Die hatte ich laden lassen, dann hielten die im Scanner nicht lange, vielleicht eine halbe Stunde, und dann sagt der Scanner leer. Jetzt messe ich mal die Leerlaufspannung und die ist 1,22 Volt. Deutet darauf hin, dass sie ziemlich leer sind. Ja. Die Akkus, die sind sehr lange rumgelegen. Ich habe die nur vollgeladen rumliegen lassen, ewig. Habe die dann aufgeladen und ja, der Scanner geht nicht lang damit. So wie es aussieht, sind die hinüber. Aber jetzt mache ich mal Folgendes. Ich glaube, dass die einfach nur nicht komplett entladen sind, dass die auch sowas wie einen Memory-Effekt haben. Die Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Und jetzt sehen die ja Nickel-Metall-Hydrid-Akkus. Jetzt lege ich die mal da rein, stelle das Multimeter auf 10 Ampere Messbereich und mache mal einen Kurzschluss. Mal gucken, ob die wieder werden, wenn ich die kurz schließen tue. Also im Scanner bricht die Spannung sofort zusammen. Jetzt schauen wir erst mal, wie viel Ampere haben wir denn. Wir müssen hier drauf, hier auf das Plus da, müssen wir. Und dann auf das Minus. So. Und es fließen 0,8 Ampere. Und die Ampere steigen. Normal dürften die sinken. Also wenn die Akkus wirklich leer werden, wie der Scanner sagt, müssen die Ampere sinken. Aber sie steigen. 0,95, 0,96, 0,97. Ich schließe die kurz, die vier. Scanner sagt, die sind leer. Und es fließt 1 Ampere. Wenn ich kurz schließen tue, steigt der Strom. Der Strom steigt von den 1,06. Wenn ich die jetzt ein bisschen eine Zeit lang kurz geschlossen habe und dann wieder in den Scanner rein, funktioniert der Scanner wieder mit dem. Also der Scanner sagt, Akku leer, startet nicht. Dann muss ich die Akkus kurz schließen und dann kann ich die wieder in den Scanner rein tun und der Scanner läuft wieder damit. Und man sieht auch, wenn ich die kurz schließen tue, die Akkus, der Strom steigt. Wie kommt das? Der Strom steigt durch Kurzschluss. 1,24, 1,25. Man sieht schon, wie schön der Strom steigt. Ich bin hier wirklich auf 10 Ampere, habe die auf 10 Ampere angesteckt. Ja. Der Kurzschlussstrom steigt immer weiter. Aber ich wundere mich, dass die Akkus kaum Kapazität haben. Also ich glaube, die haben auch sowas wie einen Memory-Effekt oder einen Trägheitseffekt. Die sind irgendwie sehr träge geworden. Nur warum wären die besser, wenn ich die kurz schließen tue? Vielleicht sollte ich die wirklich ein paar Mal komplett total entladen und wieder laden. Dass die vielleicht dann wieder werden. Ich habe die wirklich kaum benutzt, also kaum gebraucht. 1,45 Ampere. Ja, der Strom steigt. Echt? Ich hatte die vorhin schon mal kurz geschlossen gehabt und den Strom bis auf 2 Ampere steigen lassen. Ja, die sind noch ziemlich kühl. Also da sind die sogar dann richtig warm geworden nach einer Zeit. Ups. Das wollte ich nicht, dass das rausgeht. Jetzt müssen wir die weiter kurz schließen. Ja, und an Spannung legen die dann auch wieder zu. Nachdem sie kurz geschlossen wurden. Was komisch ist. Tja, einzige Weg, den ich mal jetzt weiß, ist die wirklich mal komplett entladen, irgendwie. Notfalls auch so, übers Multimeter. Dass die dann vielleicht wieder funktionieren. So, lasse ich die jetzt schon mal eine Zeit lang kurz geschlossen. Ich gucke, dass die nicht zu heiß werden. Weil die könnten alleine durch das, weil die 2700 mAh gespeichert haben, schon zu heiß werden, dass das Plastik schmilzt. Aber so 1,6 Ampere, da machen die dann bei 5 Volt, 1 Ampere sind 5 Watt, bei 2 Ampere wären es 10 Watt. Ja, die Ampere steigen immer noch. Bei 0,9 sowas hat es angefangen, 0,8, 800, 900 Milliampere. Aber die Ampere steigen immer noch. Also, dass die Ampere runtergehen bei einem Akku, wenn man den kurz schließen tut, verstehe ich ja noch. Aber bei dem steigen die Ampere.
Oder es hat vielleicht was mit der Temperatur zu tun, weil die dürfen jetzt auch so schön ganz langsam warm werden. Auf jeden Fall kann man erkennen, dass nicht ich es bin und dass nicht Wackelkontakt oder so daran schuld ist. Auch beim Multimeter wird die Batterie nicht leer. Hat eine Batterieanzeige, ich werde es anzeigen. Und es bleibt ja auch bei Spannungsmessung konstant. Jetzt sind wir schon bei fast 2 Ampere. 2 Ampere fließen jetzt. Mal schauen. Ja, die werden schon lauwarm. Okay, weiter entladen. Kann jetzt nur eins machen. Ja, wenn ich aufhöre zum Entladen, dann wieder entladen tue, dann sinkt die Amperezahl sogar schon wieder etwas. Die steigt auf jeden Fall nicht weiter. Aber wenn ich weiter kurz schließen tue, steigt die immer weiter. Entweder liegt es echt an der Temperatur oder keine Ahnung. Die Akkus, die wurden noch nie mit zu viel Strom geladen. Die lagen einfach nur sehr lange aufgeladen bei mir rum. Dass sich die vielleicht irgendwie umkristallisiert haben. Jetzt steigt es schneller. Jetzt bei 2 Ampere, man merkt, die Amperezahl steigen schneller an. Tatsache. Es steigt schneller an. 2,3 Ampere, da ist noch jede Menge drin, jede Menge Strom drin, die der Scanner nicht mehr rausziehen kann. Und jetzt, wenn ich die wieder in den Scanner reinlegen tue, dann funktioniert der wieder. Dann kann ich mit dem Scanner dann wieder eine Stunde, eineinhalb Stunden mit dem Scanner hören. Und dann ist der Strom wieder unten. Dann muss ich die wieder kurz schließen und dann geht es mit dem Scanner wieder. Oder muss man die Akkus wirklich mit hohem Strom entladen? 2,5 Ampere schon langsam, kriege ich Angst. Ja, die werden ganz schön warm. Okay. Ich lasse die jetzt noch ein bisschen entladen, aber ich lasse die nicht heiß werden. Und guck dann mal, wie die sich verhalten. Ja. Steigt immer weiter, der Strom. Statt dass er runter geht, steigt er. Nickel-Metallhydrid-Akkus, wenn 0,8 Ampere war der. Ist ja schon bei 2,7 Ampere. Ja, und es geht immer schneller hoch. Merkt man auch. Schon Hammer. 2,8 Ampere. Tja, was mache ich jetzt? Sollte ich vielleicht auch 1 Ampere begrenzen? Aber am Schluss bin ich bei 10 Ampere oder sowas. Und dann brutzeln mir die wirklich weg. Bei 2,7 Ampere Stunden, da könnte ich das Ding eine Stunde bei 2,7 Ampere kurz schließen. 3 Ampere. Ja, bei 0,8 angefangen. Jetzt habe ich schon 3 Ampere. Mal schauen. Ups, jetzt werden die schon ganz schön warm. Gut. Ja, die werden jetzt schon fast heiß. Die Federn, die Kontaktfedern da werden heiß. Die Akkus, die gehen noch. Die Kontaktfedern werden heiß bei 3 Ampere. Die halten 3 Ampere nicht unbedingt aus. 3,10. Ja. Okay. 3,18, 3,19, 3,20. Ja. Jetzt haben die 3 Ampere. Da kann ich die ja wieder in den Scanner reintun. Jetzt funktioniert er. Er zeigt zwar an Batterie, kein Strich zeigt er an, aber jetzt funktioniert er. Sogar mit Licht. Tja. Komisches Phänomen. Jo, okay.